Moin, mein Name ist Tom Bodel, ich bin Fotograf in Hamburg und ich möchte heute mal zeigen, wie ich diesen Bluetooth-Lautsprecher von JBL ansprechend darstelle, fotografiere. Die Besonderheiten an dem Ding sind, das Teil ist wasserdicht. Es sieht relativ gut aus, hat schöne Oberflächen, schöne Strukturen, schöne Materialien und auch ganz angenehme Formen hier vorne. Und die möchte ich in einem Foto halt entsprechend darstellen, mit ein bisschen Action, mit ein bisschen Wasser. Und ja, es soll einfach ein cooles Foto werden. Und das zeige ich jetzt in dem nächsten Video. So, das ist jetzt hier der grobe Aufbau, wo sich die ganze Geschichte abspielen wird. Als erstes habe ich mir hier auf einem Tisch einen Rahmen gebaut aus verschiedenen Leisten. Die sind ungefähr 3 cm hoch. Die hintere Leiste, die zu der Fläche ist, die beleuchtet wird, also die Hintergrundfläche, diese Leiste ist etwas niedriger, die ist so um die 2 cm hoch. Und da habe ich eine Lackfolie reingelegt. Schwarz hatte ich leider nicht. Ich habe neben Blau das möglichst dunkelste, was ich habe. Und das habe ich dann ausnivelliert, dass es absolut gerade ist, mit einer Wasserwaage, beziehungsweise die Wasserwaage ist ja im Prinzip diese Fläche selber, und habe das mit Wasser aufgefüllt. Hier sind ungefähr 7 bis 8 Liter Wasser drin. Und dieses Teil hier hinten, das ist ein großer Diffusorrahmen, das ist eine Plexiglasplatte, die ist matt auf dieser Seite. Von der Rückseite wird sie mit einem Spot beleuchtet. Ich benutze hier übrigens ausschließlich Dauerlicht bzw. LED-Licht von Aperture. Ich habe hier auf der hinteren Seite, da steht ein 300er D, der ist mit einer Softbox und dann nochmal mit einem Diffusor davor. Dann habe ich hier diese kleinen AL7 Spots bzw. diese kleinen Flächenleuchten. Das sind eigentlich so Dinger, die man vorne auf die Kamera drauf packt. Und habe hier noch einen kleinen Spot von Aperture. Und auf der Rückseite ist ein Aperture 120 mit einem Fresnel-Vorsatz drauf. Da kann ich schön hier diesen Verlauf modulieren, je nachdem wie weit ich weggehe oder wie dicht ich rangehe oder ob ich den auf- oder zuziehe, kann ich den Spot hier vergrößern und verkleinern. Des Weiteren habe ich mir hier ein kleines Stativ aufgebaut mit einer Nylonschnur und einem Haken, wo ich dann gleich diesen Lautsprecher dran befestige. Ja, das ist erstmal das, was Licht und Aufbau angeht. So, jetzt kommen wir zu dem fummeligsten Part der ganzen Geschichte, und zwar das Objekt der Begierde da zu positionieren, wo ich es fotografieren möchte. Da habe ich mir im Vorwege schon viele Gedanken gemacht, habe vieles ausprobiert. Ich hatte mir zuerst überlegt, ich stütze das hier hinten ab. Das funktioniert aber nicht, weil ich dann die Reflexion im Wasser habe und die Retusche eines kleinen Teils, was da drunter steht, ist extrem aufwendig. Letztendlich habe ich mir hier so einen kleinen Haken gebaut, an dem ich das hier hinten, das Teil ganz gut aufhängen kann. Hier ist so eine kleine Kante, da passt das genau rein. Des Weiteren habe ich hier eine Glasplatte versenkt in dem Wasser. Die reicht bis knapp über die Oberfläche, bis knapp unter die Oberfläche. Und die dient dazu, dass der Lautsprecher nachher nicht komplett im Wasser versinkt. Ich brauche hier eine gewisse Wasserhöhe, um schöne Wellen machen zu können. Und jetzt werde ich das Teil, hier ist noch Wasser oben dran, mal abmachen. So, jetzt werde ich das Teil hier so positionieren und hier hinten mit dem Haken aufhängen. Vorhin hat es funktioniert, ich hoffe jetzt auch. Ja, okay. Jetzt möchte ich noch ein bisschen was zu der Kamera erzählen, die ich hier einsetze. Und zwar ist das eine Sony A7 R3. Da habe ich einen Adapter drauf. Somit kann ich auf dieser Sony eben auch Canon-Objektive verwenden. Und ich habe hier ein Canon Tilt Shift drauf mit 24 mm Brennweite. Ich habe das Tilt Shift jetzt genommen, weil ich hier eine besondere Aufnahmesituation habe. Und zwar ist der Winkel bzw. dieses fluchtende Teil relativ schwer scharf zu bekommen von vorne bis hinten, was ich gerne möchte. Das soll richtig schön knackig aussehen.
Selbst mit einer geschlossenen Blende werde ich das nicht bis hinten hin scharf bekommen. Ich möchte aber auch keine geschlossene Blende benutzen, weil ich gerne hinten ein bisschen Unschärfe haben möchte. Von daher bietet sich dieses Tilt-Shift-Objektiv an, weil ich kann nämlich, wenn ich das auf Null stelle, dann ist quasi die Schärfeebene parallel zur Filmebene, also zur Sensorebene. Das heißt, die würde hier liegen und die ist relativ gering. Das heißt, ich kriege das nicht scharf. Wenn ich jetzt dieses Tilt-Shift-Objektiv in diese Richtung bewege, verlagere ich die Schärfeebene von parallel zu schräg. Das heißt, die Schärfeebene läuft jetzt genau entlang meines Objektes. Und ich kann mit einer relativ weit offenen Blende, also ganz offen kann ich nicht fotografieren, weil ich das dann nicht scharf kriege, aber ich kann mit einer relativ weit offenen Blende das Ding von vorne bis hinten scharf bekommen. Klar könnte man das auch mit Focus Bracketing bzw. Focus Stacking machen, dass ich viele Aufnahmen mache und nach hinten die Schärfe verlege. Aber wenn ich nachher ein bewegtes Wasser habe und das stacken soll, dann wird es da ganz komische Artefakte in dem Wasser geben. Das wird man nie richtig schön zusammenmorphen können. Von daher ist diese Möglichkeit, das mit einem Tilt-Shift-Objektiv zu machen, die weitaus elegantere. So, ich werde jetzt nach und nach Fotos machen mit den verschiedenen Lichtquellen, die ich eingesetzt habe und fange erstmal mit der Hintergrundbeleuchtung an und dem weichen Licht von rechts, wo man wahrscheinlich jetzt noch gar nicht viel sehen wird und mache mal das erste Foto und das sieht folgendermaßen aus. Also, ich habe hier einen Verlauf drin, schön in der Wasseroberfläche und habe ein ganz bisschen Licht hier oben auf der Fläche, so ein ganz bisschen was sehen kann, aber das sieht natürlich noch alles ziemlich trübe Tasse aus. Genau. Dann werden wir mal unser Oberlicht mit einschalten. Da passiert jetzt hier oben auf der Fläche eine ganze Menge. Und da werden wir auch gleich nochmal ein Foto machen und dann werden wir mal schauen, wie das mit dem Licht aussieht. Genau, das sieht schon besser aus. Hier oben haben wir jetzt schön die Struktur drin und so langsam kriegen wir hier eine Modulation in diese Kunststoffumrandung rein. Und nun gibt es das nächste Licht und zwar von der Seite. Der Vorteil an diesem Aufbau ist, man kann Lichtquellen von allen Seiten setzen, weil auf der Wasseroberfläche werden keine Schatten zu sehen sein. Also Doppelschatten, die ich ja nicht so schön finde, wird man nicht sehen können. So, jetzt habe ich das Seitenlicht angemacht und das soll den Bereich des eigentlichen Lautsprechers zeigen. Ein Foto. Jetzt haben wir hier das Licht drauf. Das GBL kommt gut rüber. Wir haben eine schöne Reflexion unten im Wasser. Und hier hinten ist es allerdings noch viel zu dunkel. Dafür habe ich einen weiteren Spot aufgebaut, der von der linken Seite kommt. Den werde ich jetzt auch mal einschalten. Da ist er. Und den habe ich mit dieser kleinen Pappe, die hier auf der linken Seite ist, so weit reduziert, dass der nicht zu stark das ganze Teil beleuchtet. Ich mache jetzt nochmal das nächste Foto. Genau, ich habe hier noch einen dunklen Bereich und hier unten kommt jetzt der Spot zum Vorschein. Beleuchtet diese untere Seite sehr schön und gibt auch hier auf die Seite schönes Licht. Das ist noch nicht richtig scharf, das hatte ich vorhin besser, aber das ist jetzt erstmal nur zur Veranschaulichung, wie der ganze Prozess ist. Die Schärfe einstellen mit diesem Tilt-Shift-Objektiv ist eine ziemlich fummelige Sache. Da muss man relativ viel ausprobieren, bis man wirklich die Schärfe da liegen hat, wo sie hingehört. Und das erspare ich mir jetzt hier bei dem Prozess. So, und nun kann es auch mit der Planscherei losgehen. Ich werde das in verschiedenen Steps machen. Zuerst einmal muss ich mein Wasser wiederfinden. Wo habe ich das abgestellt? Hier, genau. Zuerst einmal werde ich die Tropfen auf den Lautsprecher selber machen.
Und zwar nehme ich dann einfach ein Glas mit Wasser, meine Finger und dann dröbbel ich das da drauf, dass ein paar schöne Tropfen entstehen. An den Seiten perlt das relativ stark ab. So, ja, das ist ein bisschen viel, vorhin hatte ich das schöner, aber das sollte erstmal reichen, um das zu zeigen. Genau, jetzt gibt es ein neues Foto. Und da haben wir die Tropfen. Die kommen jetzt natürlich in dem Licht sehr schön. Was mich allerdings noch wirklich arg stört, ist, dass dieses GBL-Zeichen sehr dunkel ist. Da wir das Foto nachher sowieso aus mehreren Bildern zusammenbauen, werde ich hier nochmal ein extra Foto machen und diese kleine Fläche nochmal separat einspiegeln, damit ich die einbauen kann. Da sind jetzt auch relativ dicke Tropfen drauf. Das hatte ich vorhin nicht, aber ich lasse die mal drauf. Es geht jetzt erstmal darum, ich halte jetzt hier, jetzt habe ich den Kopf hier vor der Kamera, halte jetzt hier meinen kleinen Reflektor bzw. eine weiße Fläche hin, mache ein Foto und siehe da, das Ding ist hell geworden. Es ist unscharf, aber das macht nichts, weil dieses Foto werde ich sowieso nicht verwenden. Das Foto ist ja schon fertig, wie ich schon sagte. Genau, jetzt habe ich mein erstes Bild fertig und zwar den Lautsprecher selber im schönen Licht und mit den Wassertropfen drauf. Und jetzt kommt der Action-Part und zwar mache ich jetzt etliche Fotos. Dafür habe ich auch einen Fernauslöser, den ich hier in der Hand habe, weil ich jetzt wirklich richtig rumplansche und dann wirklich eine Serie von Bildern mache, wo ich mir dann nachher das Schönste aussuchen kann, was die Tropfen angeht. So, ich mache erstmal einen Testschuss. Okay, das funktioniert. Jetzt lasse ich es wirklich hier eine ganze Serie gemacht. Hinten läuft das Wasser schon runter, weil ich jetzt natürlich ein bisschen mehr drin habe. Ich habe hier absichtlich auch wirklich die Wasserkante bis hinten an die Leiste dran geführt, damit ich keine dunkle Kante hinten habe. Also es soll wirklich übergehen in den Hintergrund. Und hier können wir jetzt nochmal die Bilder durchgehen. Ja, da sind einige dabei, die man gar nicht verwenden kann. Das ist wirklich Glückssache. Das war ein bisschen zu viel des Guten. Okay, aber das Prinzip ist klar. Ich könnte jetzt noch mehr machen, weil die gefallen mir alle nicht. Vorhin habe ich schönere gehabt, die ich dann zusammenbaue. Gut, was wir jetzt sehen ist, dadurch, dass sich diese Wasserfläche hier extrem bewegt, ist mein Licht von links sehr unruhig geworden, was hier auf dem Lautsprecher ist. Deswegen habe ich das vorherige Foto gemacht mit den Wassertropfen, dass das sauber aussieht. So, ich habe jetzt hier meine drei Bilder, meine drei Belichtungen, die ich jetzt in Capture One hier ausgewählt habe und die ich jetzt auf mein Capture One weiter bearbeite. Und zwar hatte ich mir vorgenommen, das ganze Foto in Schwarz-Weiß zu machen und nur das GBL-Zeichen nachher in Rot zu lassen. Und dafür wandle ich mein Farbfoto jetzt erstmal in Schwarz-Weiß um. Das habe ich richtig schön kontrastreich und knackig gemacht. Habe hier nochmal eine Vignette drum gelegt, damit sich das noch ein bisschen mehr auf das Objekt selber konzentriert und wende jetzt diese Einstellung, die ich jetzt hier habe, auch auf mein anderes Foto an. Und zwar, das ist das Action-Foto, was ich gemacht habe. Das hatte ich mir da ausgesucht. Da fand ich diesen Splash hier auf der linken Seite sehr schön und das bewegte Wasser hier, das sah super aus. Durch die ganze Planscherei sieht hier natürlich der Lautsprecher schlecht aus und bekleckert und nicht schön. Deswegen habe ich ja das erste Foto gemacht. Und auch dieses Foto habe ich jetzt genauso wie das andere umgewandelt in ein Schwarz-Weiß-Bild. Und zu guter Letzt habe ich dann noch mein Label-Foto mit dem Label, was ich hier habe. Und diese drei Fotos exportiere ich nach Photoshop.
setze das in Ebenen und baue das zusammen. Den Prozess zeige ich jetzt hier nicht weiter, aber das ist eigentlich eine relativ einfache Sache, das zusammenzubauen. Und letztendlich bleibt dann dieses Foto über. Ja, durchretuschiert. Hier vorne sind dann nochmal die ganzen Flächen schön sauber gemacht worden. Teilweise habe ich Tropfen weggenommen. Hier ist das eingebaute Zeichen und ja, das ist das Endresultat dieses Fotoshoots. Danke fürs Zuschauen und vielleicht bis zum nächsten Mal. Wenn ich Zeit habe, mache ich mal wieder eins. Bis dahin alles Gute. Tschüss!